Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Köpf. Ich hatte kurz mal gestartet und festgestellt, dass ich zu leise war. Ich habe nochmal die Aufnahme begonnen. Also, ich bin jetzt auf Feld Nummer 3 oder 4. Jetzt kann man kurz gucken, Besitz. Ne, 4, 3 sind es bei. Und drücken jetzt Feld 3. Ich habe schon angefangen zu düngen, die Ecke hier. Im Allgemeinen fehlt noch Dünger. Und das machen wir jetzt fertig. Und dann schauen wir, dass wir die Nacht wieder, also die nächsten Tage schlafen. Und dann geht's weiter. So. Ich hab's mal eingestellt. Und wie gesagt, das tun wir bei mir zu leise. Das ist nicht schlecht. So, TT. Doppel-TT. Und dann gleich mal düngen. Hier sieht man, hier ist es teilweise richtig noch Teil richtig hell, so gelblich. Eigentlich finde ich ein Zeichen, dass es hier zu wenig Dünger drauf ist. Klar, jede Pflanze braucht Nährstoffe. Und durch das Ernten der Felder nimmt man das ganze Material, was gewachsen ist, komplett weg. Überwiegend. Also die meisten schon wieder ins Korn. Und das fehlt halt den Feldern. Und das muss man halt wieder zufügen. Aber durch die Stickstoff, mineralischen Dünger oder durch natürlichen, also durch Mist, Dung oder Gülle halt. Ne? Wenn die Tiere das Futter fressen, brauchen sie nicht alles, der Rest geht dann halt mit aufs Feld. Ist halt so. Ja, düngen wir fleißig, kommt mal Dünger reicht. Das sieht knapp aus. Ich habe dann so ein bisschen eingeschätzt gehabt, letztes Mal, na, ein bisschen mehr genommen, ob es dann leer wird, ne? Schauen wir mal. Bei automatisch fahren will er dann in die Richtung fahren, alleine. Und da muss man aufpassen, dass er die richtige Bahn nimmt. Da ist auch noch recht hell. Aber ich habe bei der Aussaat ein bisschen was versaut, in Anführungszeichen, da habe ich mal vergessen gehabt, Düngefunktion anzuschalten und deswegen ist das da richtig hell, ne? Das sieht man auch deutlich, ne? Das punktuell, das bisschen weniger Dünger drauf ist oder gar nicht ist, ne? Also einmal haben wir schon gedüngt, vor 14 Tagen. Das werden wir nochmal machen, schätze ich mal. Das ist leider anfangs ein bisschen langweilig, weil keine andere Arbeiten anstehen. Da finanziell leider so ist, dass man das nicht anders leisten kann. Also andere Sorten, wir hatten hier noch Mais, theoretisch. Ja, das war auch dünn angesagt. Ne? Hier so eine Werbung, hier Weihnachtsrabatt, irgendwo Programm hier, ach so. Adapter Free. Ja. Das ist ein Programm, da kann man sich Programme automatisch aktualisieren lassen. Der macht eine Free-Version, zwei Programme jeden Tag, das reicht normalerweise aus. Und so oft werden die Programme ja nicht aktualisiert. Ne? Nur mal aufpassen, wenn die richtige Bahn nimmt. Nächste. So, dann gleich mal wieder auf die B-Taste Bereitschaft halten, ne? Dass hier auch Dünger raufkommt. So. Natürlich ein bisschen mehr gedüngt vielleicht, aber wie gesagt, das soll auch reichen für das nächste Ende. Ne? Wenn das auch im Schluss übrig bleibt, kann man hier ein bisschen mehr rausbringen. Mal eine zweite Bahn rausbringen. Ne? Man sieht genau da, wo wir gefahren sind. Ja, vom dichten, nicht vom weiten jedenfalls. Ja, ich wünsche euch mal ein frohes neues Jahr. Hoffe mal, ihr habt gut reingerutscht. Heute am 2. Ne? Mal ein bisschen dritten oder vierten Jahr noch rot und ja rutschen. Das passt schon. Okay. Falls ich den ersten vergessen habe. Das kann durchaus passieren. Ich bin in der Beziehung ein bisschen vergesslich. Also da sind andere Sachen im Kopf am Anfang. Ne? Läuft alles, klappt alles. Und es ist halt so. Ne? Ja, hier sind Treckerspuren zu sehen. Mehr oder stärker. Woran das genau liegt. Hier war der Absicht gedacht. Ne?
Da soll es ein bisschen fehlen. Und bei neuen Geräten, es kamen Schneidwerke dazu und Ballenwagen. Also, weil du weißt, zwei Ballenwagen und ein größeres Schneidwerk von Glas. Wir haben ja hier nur ein Glas. Aber immerhin, ne? Vielleicht kommt mal eines Tages auch was Neues hinzu. Andere Marken. Ja, wie gesagt, zum Ernten einfach mal ein Gerät. Klar wäre, Dünger wird knapp. Junge, ich habe mich verrechnet. 199. Mal schauen, halben Feld. Na gut, ich wollte ja die andere Bahn auch noch ein bisschen was geben. Da werden wir zum Dings fahren. Zur Genossenschaft. Also mal schauen, in dessen fahren kann. Weg. Straße, da ist ja unser Kumpel, der Lohnunternehmer. Aber wir müssen mal kurz ausschalten. Das ist nämlich hier sonst lästig und das können wir auch deaktivieren. Deswegen, sobald wir das hier fahren und er wird irgendwo dieses Ding sehen, würde er sofort wieder in die Spur gehen. Mal ganz gucken in der Karte, wo wir da hin sind. Da gehen wir in die großen Karte rein, ne? Der ist hier oben irgendwo. Nehmen wir es hier rein. So. Können wir kurz wegmachen. Du. Wenn wir aufs Feld klicken, komme ich dann entsprechend rein. Wir können mal gucken. So, wo ist er? Hat es noch ein bisschen schwierig mit der Orientierung. Da oben. Salona. Klärwerk. Da gibt es ein Klärwerk zu holen. Der Hafen. Wir laufen gleich. Da unten ist er. So. Da ist er. Ich habe es hier noch nicht so genau mit Orientierung. Und deswegen lasse ich mir ganz gerne automatisch fahren. Ich will mal schauen, wie am besten es fährt. Dann muss ich mir die Strecken dann langsam einfliegen. Ein bisschen öfters fahren, ne? Dreh auf links ab. Ja, so weg aufgefahren. Ja, ich habe die alten Karten, also Karten dann auch. Ich brauche eine Weile, bis ich mich dann zurecht finde automatisch. Ne? Das ist ja dann leider so. Da ist die Hilfe mit den automatischen Fahren nicht schlecht. Ich kann mich auf euch konzentrieren. Und ja, das aktivieren. Am Lohner vorbei. Und dann rechts halten. Okay, da muss ich noch merken. Ja, ein bisschen Geld haben wir noch, 125.000. Was wir noch brauchen ist ein Anhänger, dass wir das auch verkaufen können. Und also das Getreide später. Strohballen, ich weiß nicht, ich bin davon noch nicht begeistert. Von der Steuerung, ob ich das machen werde, weil das sehr, sehr mühsam ist. Und wenn ich da sehr lange mich rumquäle, ist glaube ich nicht so ideal. Auf Dauer ist das fürs große Feld ziemlich viel Stroh. Und ich tendiere doch eher dazu, das unterzufliegen, häckseln lassen und dann nachher als Humus-Eintrag zu nehmen. Ne? Ja, und dann Hänger brauchen wir, den müssen wir den Drescher, das Schneidwerk und das Ausleihen.
Das geht für einen Tag oder so. Ich weiß aktuell nicht, wie lange ich das Ding brauchen werde für die Arbeit. An sich brauchen wir dafür nicht lange. Aber wie gesagt, ich muss auch abgefahren werden. Um auch das zu zählen, ne? Und ich weiß nicht genau, wie viel wir ernten werden. Ob der Anhänger ausreichend ist, ich glaube eher nicht. Wir fahren zum Hof rein. Ja, die Vögel sind aktiv hier. Entweder wir fahren zum Hof, zum Einlagern, oder wir fahren das gleich zum Verkauf. Tendiere eher zum Hof zu fahren und dann aller Ruhe zum Verkauf zu fahren. Ne? Zum Hafen, meint ihr. Sind diese Geräusche neu? Jetzt kommt nach einer Woche zweite Rechner mal angemacht, gleich wieder Aktualisierungsvorschläge. Na gut. Später. So, wir brauchen Dünger. Also 15 bin ich ganz zufrieden mit. Aktuell haben wir von immer von allen irgendwas. Das kaufen wir jetzt ein. Wenn wir dann mal deaktivieren. Oh, Auto. Wie viel Eindruck ist da mit den mehr Autos? Ja, macht nichts. Wir fahren jetzt hier ran. Ja, ich hatte hier neulich mal bei der Aussaat was gesucht, ne? Aber das gibt's doch gar nicht. Wo ist denn das alles, ne? Also hier Saatgut, das haben wir hier auch. Ja, da haben die Saateinheit vergessen bei der Saatmaschine. Hier wäre Stickstoff bei 20 und das, wir brauchen eher mehr Phosphor und so. Also, wir brauchen von allen dreien was, das ist das ganze Problem. 15. Das machen wir ruhig voll. Und macht der jetzt nichts? So jetzt. Ja, normalerweise macht man sowas mit einem Big Bag oder sowas, ne? Man nimmt dann ein Big Bag und ein Lager mit einem Radlader oder mit einem anderen Gerät, wo man das hochheben kann. Backer oder Kran, keine Ahnung. Und dann hebt man so darüber. Das ist ungefähr eine Tonne schwer. Das ist ein riesiger Kunststoffsack. Den könnte man eigentlich nochmal verwenden, normalerweise. Und dann jetzt eingefüllt, ne? Mit Sackfahrer ein bisschen mühsam, also Dünger ist schon relativ schwer. Und sicherlich könnte man das auch mit Säcke machen, dann wäre drüber so ein Gitter sicherlich, wo man drauflegen könnte. Ja, oft so ein Aufschlitzen, so ein Zackenmetallding da hier, so ab Messer, wo man drauflegt, durchsticht. Und dann schafft man beide Hälften hoch und dann der Dünger rein. Klar, das ist sehr mühsam, ne? Aber von Rampe aus ranfahren und dann nachher kann man das gut ohne sich das bücken zu müssen. Ne? Also man muss schon aufpassen mit dem Rücken, ne? Ich jedenfalls, ne? Geht halt meistens nicht in die Hosen, aber halt geht schief, ne? Da müssen die Jungen sehr aufpassen, dass sie sich da nicht überschätzen. Meistens habe ich auch meistens da schon die ersten Fehler gemacht und das ist dann jetzt geblieben, ne? Ja, so ist das, ne? Dünger. Hat nicht ganz gereicht. Für zwei Felder. Aber ich brauche so viel Dünger, das ist leider so. Dann werden wir jetzt gleich die vorletzte Bahn nochmal düngen. Und dann werden wir noch ein Stückchen vorfahren und den Rest düngen. Und dann ist heute mit Düngen fertig. Da muss ich mal sehen, jetzt haben wir den Ende Mai, den 25. Mai. Ha, hat er nochmal Geburtstag gehabt. Oh, schön. Ja, da war es mal schön warm schon, ne? Das Flieder hat geblüht und so. Und letztes Jahr ist das Flieder ein bisschen früher. So, dann fahren wir die Straße zurück. Versuchen wir ohne diesen Kurs-Dings da. Hier links. Dass wir ein bisschen mal zurechtfinden. Ne? Das ist ja hier, machen wir die Innenansicht. Das ist ein bisschen angenehmer. Ich hatte die Motorengeräusche auch ein bisschen reduziert. Das fand ich persönlich auch ein bisschen laut. Ich hatte es eigentlich mal in diesem Szenario-Menü schon weniger gemacht.
Aber es könnte sein, dass. Jetzt links, rechts. Karte. Oh, Gegenverkehr. Tacken. Tacken müssen wir nicht, ne? So. Jetzt geht schon los. Kurz mal stehen bleiben. Ja, das ist schon. Jetzt suche ich mein Feld. Den muss ich mal deaktivieren. Lohner. Da oben oder hin. Mit einer Straße folgen. Die folgen der Straße. Die Spiegel sind auch nicht gut eingestellt. Da muss man mal so sagen. Ne? Aber die kann ich nicht einstellen. Ich sehe nur ein Düngerfahrzeug. Also ungünstig. Ne? Zeit, 16. Ja. So, Zuschauer, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Tja, morgen am Sonntag geht es hier weiter. Hier bei Kettle und Kopf. Noch den Rest düngen und dann geht's in die Haie, Zeit überspringen und dann geht's weiter. Ja, leider am Abend düngen. Ne? So, tschüss, ciao, ciao. Ja, und danke, dickes Dankeschön fürs Reinschalten. Tschüss, und bis dann und tschüss.